Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von diesem schönen Spiel hier, von dem ich gerade sogar den Namen schon wieder vergessen habe. Warte, ich weiß es selber nicht mehr. Ja, mit dabei ist auf jeden Fall Zemi heute mal. Hallo. Warte mal. Wieso habe ich denn jetzt den Namen vergessen? Sorry Leute, warte kurz. Ah ja, Elite Dangerous. So rum. Genau. Ja. Da in letzter Folge ja Probleme hatten, dieses Ding abzuliefern, habe ich jetzt einen anderen Kundenauftrag angenommen, zu dem wir jetzt hinfliegen werden. Können wir hier mal kurz gucken. Das ist, wir müssen nach Orna, ein neues Sternsystem. Und da müssen wir hier, liefern sie Daten nach Funzong Base in Orna-System. Also wir müssen zu einer Base liefern und kriegen dadurch Ruferhöhung plus nochmal 18.000 Credits. Finde ich doch gar nicht so schlecht. Würde ich mal sagen, starten wir. Ich mag es gar nicht, die FSA-Abkühlungszeit, die dauert so lange. Das nervt. Kommt drauf an, wie oft du sie benutzt. Oder wie lange. Ich weiß nicht, ob man dich behört bei diesen ganzen lauten Räuschen hier. Naja. Okay, wo müssen wir hin? Ich guck mal kurz. Ins Orna-System. Was sagt du der Du müsstest jetzt besser sein. Diese Musik. Dem, dem. Bist du das da oben? Hm? Nee. Fliegt gerade aus der Dingsbase raus. Autostart abgeschlossen. Ja, vielen Dank. Wohin muss ich denn? Jetzt weiß ich auch. Da muss ich, okay. Boost. Du siehst ja diesen Regler, ne? Wenn du hochschiebst, ne? Wenn du Boost gibst. Da, wenn er blau ist, also du hast ja links. Der ist schon ein blauer Kreis, ja. Ja. Blauer Kreis? Ja, also blauer Strich. Genau, und da musst du sein, weil dann kannst du auch am besten die Entfernung abstimmen. Ah ja. Ja, ich gebe jetzt ganz sowieso Gas erstmal, um aus der Masensperre rauszukommen. Da kannst du auf jeden Fall besser kontrollieren, sagen wir es so. Ja, ich habe schon mal Frameshift auf, also jetzt schiebt die Geschwindigkeit eh nicht mehr. Okay Leute, wir springen ins Orna-System. Haltet euch fest. Wortwörtlich. So, mal ganz kurz anfragen. 1, go. Hui. Das sieht immer so mega cool aus. Oh, hey. Ah, Alter. Wir haben ein neues Sternsystem entdeckt, Leute. Okay. Also, unsere Mission sagt, wir müssen die Daten an die Funzong Base liefern. Perfekt. Machen wir. Aktivieren. Wo ist sie denn? Irgendwo unter uns. Da ist die Basis. Zuckerkussassistent. Der Zuckerkussassistent macht das jetzt voll alleine natürlich wieder. Ah, das ist auch so ein Drehding, da wo wir schon mal waren. Nur weiß ich nicht, ob es jetzt wieder so rumleckt, weil dieser grüne Nebel da letztens gestört hat. Wir liefern jetzt einfach nur Daten ab. Mal schauen. Nein. Schau dir das an hier. Das ist so schön, wenn man eine Landeerlaubnis anfragt, da kriegt man immer so eine schöne Musik. Ja, ne? Dö. Welcome. Ah ja, wir bremsen ab. Das Ding sollte jetzt direkt vor uns auftauchen. Ich dachte schon, wir rasen mitten rein. Okay, unsere Waffen sind drin. Es ist super verwirrend, wenn man das mit drin ist. Ein bisschen näher als 7,5 Kilometer ran, damit wir hier Landeerlaubnis anfordern können. Was wir jetzt sind. Gewährt. Oh, erstmal auf. Access granted. Proceed to Bay 4-4. You
Perfekt. Also du sagst, sollte man am besten keine, wenn man Anfänger ist, am besten, Kurier auf. Alter, dieses Ding, ne? Es ist so wunderschön. Oh Gott. Sieh doch nicht. Lande automatisch. Perfekt. Wir haben direkt sogar Lande. Also wir müssen nicht warten. Cool. Fuzong Base. Daten nach Daimler Prospect und Omni-System. Oh ja. Also sorry nochmal, falls ich so leise bin, aber naja. Die Musik ist genauso laut wie ich. Das kann auch nicht sein. So, wir landen. Da ist unser Landeplatz. Platz. Ja, okay, ich merke schon. Fahrwerk ausgefahren. Wir landen. Wir tanken direkt das mal auf. Ship is on the ground. Commence power down. You are most welcome, Commander. Oh ja, schön. Sehr willkommen sagen so. Gut, dann tun wir mal hier beim schwarzen Brett unsere Daten abliefern. So, und abschließen. 18.775 Credits. Oje. Sehr gute Arbeit, Kommandant. Auf eine gute, möglichst langwährende Zusammenarbeit. Oh, danke schön. Oh, ich habe jetzt einen höheren Ruf bekommen. Kundenauftrag nach Dromi. Machen wir doch direkt die Reise zurück. Also warum nicht? Und noch ein Kundenauftrag nach Mattet. Machen wir doch auch noch. Dringend kriegen wir 22.000 für. Also, Halleluja. Liefern Sie Daten nach Daimler Prospect im genau. Dromi, okay. Das ist übelst geil, weil du halt übelst so richtig schnell Geld machen kannst. Mit Aufträgen? Ja, ich habe jetzt zwei Kundenaufträge angenommen. Einmal nach Dromi und einmal nach Mattet. Da war ich beide schon. Das ist ja das Gute, das heißt, ich weiß, wo ich hin muss. So, Kurierauftrag verfügbar. Das hier tun wir mal alles ab. Aufgeben, ja. Und das hier auch noch. Jetzt haben wir nämlich einmal noch. Das ist hier nach Mattet. Okay, nach Mattet gehen wir zuerst und dann nach Dromi, würde ich sagen. Ja, ach so, Mattet. Ja, ich sehe es auch gerade. Dromi, nee, Mattet erst. Ja, wo sind denn, gehen denn die ganzen Missionen hin? Ich sehe die gar nicht. Jetzt werden die blau angezeigt. Okay, Dromi wird mir zuerst angezeigt, das müssen doch erst noch Dromi. Starten wir direkt. Ich sehe die aber nicht. Ja, doch, musst du die annehmen. Dann guckst du links bei. Dann guckst du links einmal. Und dann wird dir das angezeigt. Also nach wo hast du denn angenommen? Bei Sternenhafen, die zu so wie du, glaube ich, gerade. Bist du auch gelandet, Freund? Ich bin gerade rausgeflogen. Ich bin jetzt in irgendwo anders. Oh! Ausrüstung. Dromi. Oh. Man kann Sachen kaufen, zum Beispiel Waffen oder so. Oh. Ja, ja. Das ist nicht schlecht, wie sie sagen. So Leute, auf dem Weg nach Dromi und dann nach Mattet. Wir farmen Geld. Es ist ja nur das normale Geld, aber wir kriegen ja nicht dieses blaue Geld, wovon wir uns hier Teile kaufen können. Das verstehe ich nicht, wie man die kriegt. So, wir sind aus der Mastersperre raus. Eingelagerte Module. Komm, lass uns ein bisschen drehen. Okay, das ist. Ich liebe diesen Effekt so sehr. Genetische? Alter! Oh, alter Mann, ey. Der Gezeig geht aber jetzt übelst schnell runter.
muss ganz schnell zurück. Blub. Okay, wir müssen mal kurz die Basis finden, mal wieder. Kennt ihr das Spielchen? Oder sagt den Personen, dass wir es sogar woanders hinbringen müssen? Guten Auftrag verfügbar. Werft. Nee, nicht Mattet, sondern. Ach, Tromi-System. Ach, Daimari Prospect. Okay, Daimari Prospect, wo ist denn das? Daimari Prospect. Da. Okay, also, ja, das ist alles sehr, sehr teuer, merke ich gerade. Ja, deswegen solltest du nichts mit Frachten machen, weil du kein Modul hast, um die Frachten zu transportieren. Mm. Deswegen mache ich ja erstmal nur die Kundenaufträge. Da ist Daimari Prospect. Hafendienste? Ich gehe in meinen Hafendienste, aber da finde ich hier anscheinend ja alle nicht. Das machst du, du guckst einfach ganz links, wo die Planeten sind, dann musst du erst in das System. Da, und dann in dem System musst du zu dieser Station. Ach, ich muss ganz raus aus der Station? Ja. Ah, okay, danke. Also wenn du jetzt einen Kundenauftrag angenommen hast, zum Beispiel musst du jetzt Daten dahin liefern. Sag dir, du musst Daten zum Beispiel nach Metz-Dings da liefern. Dann tust du erstmal deinen Computer auf diese Station oder auf das System ausrichten. Fliegst du erstmal im Hyperraum hin und dann musst du in das System nochmal die Station auswählen, wenn du da bist. Okay, okay, danke. Ist alles ist sehr, sehr verwirrend, sagen wir es. Hey, ich hab's auch so verstanden. Ei, ei, ei. Ja, du. Verlangsam. Super Cruise. Abbremsen. Wir sind zu schnell. Super Cruise Assistent, hallo. Oh nein. Da ist der Level Prospect. Oh, Alter. Wir waren gerade zu nah an einem Stern. Wir wären fast durch den Stern geflogen, wären somit verbrannt. Wir können in Geschwader fliegen. Hm? Weißt du, was das bedeutet? Nö. Also wir können zusammen fliegen. In Sozial. Hm, ich weiß nicht, wie es geht, aber wir können in Geschwader fliegen, also in Gruppen. Cool. Ja, ich muss jetzt mal kurz warten, bis mein Frameshift wieder an ist. Bei Daimari Prospect gerade. Kann ich bitte einfach. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2, 1, Sprung. Okay, dann wähle ich mal aus. Kurier verfügbar. Oh, wir haben es gerade noch so geschafft, Alter. So, Helmstation Method-System. In Daimari liefern sie die Daten nach Daimari Prospect. Da sind wir, Leute. Hä? Oh fuck, wir sollten mal vielleicht hier die Landeerlaubnis anfordern. Eieiei. Ja, also liefern sie die Daten. Landeerlaubnis verweigert? Aber ich muss die Daten bringen, hallo? Ach so, weil keine Plätze frei sind. Landeerlaubnis verweigert. Ja, aber ich muss ihnen Daten bringen. Landeerlaubnis verweigert. Ist der ganze Landeerlaubnis verweigert? Navigation, Daimari Prospect. Ara! Ja, da muss ich auch hin, da komme ich aber nicht rein. Die sagen mir die ganze Zeit Landeerlaubnis verweigert. Landeerlaubnis verweigert. Warum? Anscheinend, weil die Plätze voll sind. Ja, weil wenn ich guck mal kurz hier auf der Karte, die sagen nämlich, Daimari Prospect, warte. Daimari Prospect sagen, eine Außenposition, diese bietet eine geringe Landekapazität. Deswegen. Status. Ja, ich komm mal. Ich hab sogar gleich zwei Missionen da. Ach Leute, es ist ja was hier. Ja, das ist einfach. Ja, es wollen noch andere Leute dahin gerade. Ja. Dann würde ich habe erst die andere Station machen, warte mal. Das beim anderen, das ist in.
In Diamond Prospect bin ich gerade, nee. Nach Mattet in die Kaiho-Station, okay. Fliegen wir erstmal zur anderen Station. Hoffen dann, dass es hier. Ich wollte doch woanders hin, ich wollte doch zu. Mattet. Diamond Prospect? Naja, aber es ist gerade voll. So, okay, also Mattet ist voll. Nee, wir fliegen jetzt nach Mattet. Machen wir da erst den Kundenauftrag. Da kommen wir ab später wieder. Ne, da muss ich nichts tun. Hm? Super Cruise Assistant, da muss ich mir. Ja, da musst du nichts tun. Also landet der auch automatisch? Nee, ja, nicht. Du musst schon selber hinfliegen. Er stoppt aber vor der Station. Du musst aber selber anfragen und so. So. Ich kann auch lenken und das ist gerade nicht weiter. Ah, hohe Sicherheit sauber bedeutet, dass auf unserem Weg wir nicht irgendwo durchfliegen oder sowas uns gefährden könnte. Ich will stoppen, bitte stoppe, bitte. Der stoppt automatisch. Junge, stopp! Stopp doch das Ding! Der macht automatisch Hyperraumstopp da. Oi, Alter. Okay, wir sind da. Wir sind mal wieder auf Mattet. Guten Tag. Hier wird ein bisschen rot drinne. Zur Coelho-Station müssen wir, ne? Ja, okay. Coelho-Station. Bei mir hat der Super Cruise Assistance noch nie funktioniert. Ich bin immer dran vorbeigeflogen. War es auch immer aufs Ziel ausgerichtet? Ja. Da ist die Station, Leute. Da ist der Emerald Prospect. Super Cruise Assistent aktiv. Perfekt. Ach ja. Ey, ich muss sagen, das Spiel ist einfach übelst geil irgendwie. Am Anfang ist es echt schwierig, Missionen zu finden und so, die dann auszuführen und so. Dann schon schwierig, aber nach einer Zeit, wenn man dann alles so anderweitig hat, wo man Missionen schon anderweitig erledigt hat oder man die Sachen hat, damit man die Mission erledigen kann, dann ist es okay. Ist es ja. Ja, ich fliege gerade zu einer anderen Station. Ui. Wir haben noch 52 Sekunden circa. Warum? Ja, bis ich bei der Station bin. Der ist super cool, macht die gerade alles. Ach so. Ja. Ingenieure, galaktische Mächte. Code-Rang, ich bin noch hilflos. Ah ja. Oh, Scheiße, ich bin im Weltraum an mein Handy. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das geht doch nicht. So, ich würde aber sagen, wir machen halt noch diese eine Mission, weil wir sind schon bei 18 Minuten. Ich liefere hier ab und dann beende ich das Video so. 18 auch. Minuten nur um rumfliegen, das ist schon heftig viel und das macht echt süchtig, muss man sagen. So, da ist die Station. Ich hoffe, wir halten auch noch vorher an. Oder wir streifen den Kometen da. Das ist Mathe 3. Ah, okay. So, Kontakte. Gimmery Prospekt. Hey. Also ich hab, guck mal, bei mir funktioniert 1, 2, 3 und so nicht mehr. Ich muss jetzt selber Mausrad drücken und dann muss ich auch auf die Seite gucken, wo ich was machen möchte. Ist auch cool. Da, schaut euch diesen Brocken an. Ich bin drinne. Ich kann da rein in... Na toll. Prospekt. Ist auch schön. Ich hab ganz halt durchgespammt. Wahrscheinlich war das so nervig für die. Ja, ach komm, dann müssen wir ihn reinlassen. Ja, ist so. So, da steht so ein 5. Ah, okay, nee, der macht schon. Boah, Alter, halt mir das Ding mal vor einen Aufdruck, das ist. So. Von oben auf die Stadt. Oh. Ja, willkommen, Busse. Die Mission ist immer geil, muss man. So, dann hören wir doch hier mal kontaktieren. Wir haben hier was für Sie. Gewährt, danke schön. Kommen bei Diamond Reef Prospect. Danke für das Geld. Danke für die 29.000 und so. Ja, ja, ja.
Kann man echt gut Geld farmen, ne? Das. Oh ne, ich warte in der Schlange, ihr wollt Deutsch. Weißt du, man kann einfach selber reinfliegen und dann wieder anhalten, dann tut er dich automatisch hinsetzen. So, wie viel Geld habe ich jetzt? Oh, no, 70.000 Credits. Oh, das ist, Ah! Aua. Wir sind mitten gegen einen, keine Ahnung was, das ist Stahlrohr geflogen. Ich wollte Autostart machen, hallo? Hä? Fährt er dich kurz runter und dreht dich? Ja. Ja, weil der muss ja auch wieder in die Startrichtung ausgedingst werden, ne? Ja, aber der hat mich nach oben rausgelassen, also... Weiß... Egal. Nein, Platz 19. So. Ah! Ah! Was macht der denn so? Pilot? Ah! Ah! What the fuck? Alter, was hat der denn gemacht? Ich hab einfach angehalten, der wollte automatisch landen. Das macht der, der fliegt erstmal überall gegen. Nein, nein, nein! Oh, Alter, gegen dieses System mitzuwerden, ne? Was ist das so ein Rinder jetzt? Da ist mein Landeplatz. Dankeschön. Nach Mattet springen. Das ist jetzt sehr schön. Ah, kommst du auch hier hin? Ja. Ich bin auf Landeplatz 19. Ui, das ist echt geil. Leider kann man... Oh, Sonne. Ich hasse es immer. Reparieren. Auftanken. Dienste. Contact. Command System Shutdown. Welcome to our Starboard Commander. Wohin muss man? Nach, weiß nicht, was steht bei dir? Dasselbe, glaube ich, wie bei dir. Nee, steht immer was anderes. Kurierauftrag, Coleo, Coleo Station. Ja, okay, da bin ich doch auch. Coleo Station, ah, da ist er. Okay, ey Leute, dann würde ich sagen, wir fahren eben hier runter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, vielleicht kommen noch ein paar mehr von diesen, ein paar mehr Folgen von diesem Spiel, weil das ist echt cool. Ja. Macht's gut und ciao, Leute.